Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist es, das aus unserem Staat einen demokratischen Rechtsstaat gemacht hat. Mit der Bindung von Verwaltung und Rechtsprechung an Gesetz und Recht, mit der Bindung der Gesetzgebung, also von uns, an die verfassungsmäßige Ordnung, wurden die Grundanliegen dieses Rechtsstaates in den letzten 70 Jahren verwirklicht. Was die Verfassungsgeber wollten, das ist uns, die AfD, als inzwischen leider einziger Partei der Rechtsstaatlichkeit, ein Anliegen. Also vor allem Grundrechte, Gewaltenteilung und unabhängige Gerichte. Doch immer mehr und massiv zunehmend seit einigen Jahren, meine Damen und Herren, wird der Rechtsstaat von Ihnen, von den Altparteien und Altfraktionen ignoriert, gebogen und mit den Füßen getreten. Der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, erodiert. Und das auf nahezu sämtlichen Ebenen. Fangen wir ganz oben an, beim Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, der ja auf der Tribüne ist. Guten Tag, Herr Steinmeier. Sie machten offen Werbung für linksextremistische Veranstaltungen, wie der Verfassungsschutz von Sachsen vor kurzem herausgefunden hat, für Veranstaltungen, auf denen sogenannte Musikgruppen ihre primitiven Gewaltfantasien ausgelebt hatten. Ich meine die peinliche Veranstaltung in Chemnitz. Und Sie haben Gratulationsschreiben an menschenverachtende, mörderische Regime gesandt. Ich meine den Iran. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, sämtliche Altparteien. Herr Kollege Brandner. Herr Präsident. Der Bundespräsident ist unser aller Staatsoberhaupt. Das habe ich gesagt. Wenn er uns die Ehre antut, an unserer Debatte teilzunehmen, ist es nicht für Sie die Gelegenheit, ihn zu kritisieren. Bitte unterlassen Sie das. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, sämtliche Altparteien, verantwortlich für millionenfachen Rechtsbruch im Rahmen der von Ihnen verursachten Masseneinwanderung und damit auch mitverantwortlich für die daraus resultierenden Morde, Tötungsdelikte, Vergewaltigungen und viele andere Verbrechen und Vergehen, massenhafte Verstöße gegen Artikel 16a Grundgesetz. Verantwortlich für die gesellschaftlichen Verwerfungen und Kosten in vieler Milliardenhöhe, meine Damen und Herren, an denen noch Generationen von Deutschen leiden werden und über die dieses Parlament nie entschieden hat. Verantwortlich sind Sie alle für politische Verfolgungen alles Bürgerlichen, alles Vernünftigen, alles Deutschen im besten Sinne und für die politische Instrumentalisierung des Inlandsgeheimdienstes gegen die größte Oppositionsfraktion. Sie sind verantwortlich für Arbeitsplatzverluste und Berufsverbote, für tätliche Angriffe auf Personen und Sachen. Und das alles unter dem Mantel des Kampfes gegen Recht. Dieser Kampf gegen Rechts, meine Damen und Herren, von den Altfraktionen, ist pervertiert gegen einen Kampf gegen das Recht. Das ist auf Ihrem Mist gewachsen. Alles Verstöße gegen die Artikel 2 und 3 des Grundgesetzes. Nehmen Sie hinzu die Zensurgesetze des Herrn Maas, Verstoß gegen Artikel 5. Nehmen Sie die Beliebigmachung der Ehe, Verstoß gegen Artikel 6 Grundgesetz. Meine Damen und Herren, die Liste dessen, was die Gründer unserer Republik, was die Väter, es waren übrigens 61, und Mütter, es waren 4, des Grundgesetzes sich nie und nimmer in ihren schlimmsten Träumen hätten erahnen lassen, ließe sich beliebig verlängern. Und das alles ist möglich, obwohl es das Grundgesetz gibt, obwohl es unser Grundgesetz gibt. Das ist alles möglich, weil Sie das Grundgesetz zwar in Ihren Sonntagsreden loben, aber nicht wirklich leben, meine Damen und Herren von den Altparteien. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam das Grundgesetz leben, mit dem demokratischen Geist wieder erfüllen und ja an einigen Stellen auch verbessern. Wir haben ein paar Wunschzettel von Ihnen ja heute schon gehört. Wir sind da weitergegangen als AfD. Wir haben sogar einen Antrag gemacht. Wir waren parlamentarisch tätig. Wir werden den nachher ohne Debatte unter Artikel 1 und unter Tagesordnungspunkt 31f in die Ausschüsse überweisen. Ich nenne da einige Punkte, die uns am Herzen liegen. Direktwahl des Bundespräsidenten. Wir wollen direkt demokratische Elemente, Volksabstimmungen stärken. Wir wollen die Amtszeitbegrenzung der Bundeskanzlerin einführen. Und wir wollen die Gewaltenteilung wiederherstellen. Und daher, meine Damen und Herren, fordern wir Sie von der AfD auf, kehren Sie alle von den Altparteien zurück auf den Boden unseres Grundgesetzes. Leben Sie den Geist des Grundgesetzes wieder so, wie ihn sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes vorgestellt haben und nicht so, wie Sie ihn pervertieren in der Erosion unseres Rechtsstaats. Und vor allem, meine Damen und Herren, lassen Sie mich das zum Abschluss sagen. Herr Kollege Brandner, denken Sie bitte daran, dass Ihre Redezeit abgelaufen ist. Ich falte bereits, Herr Präsident. Eigentlich ist es eine Beerdigungsveranstaltung. Jede einzelne Richtlinie, jede einzelne Verordnung der Europäischen Union steht inzwischen im Rang über unserem Grundgesetz. Und das haben Sie zu verantworten. Dafür keinen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Johannes Fechner, SPD.